Grüß euch, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir richtig ein wunderschönes Thema, nämlich ein blumiges Thema für euch vorbereitet. Nämlich, wie bringt es wieder mehr Blüten, mehr Blumen in euren Garten ein oder in eurer Gemeinde, wie auch immer. Deshalb haben wir uns da richtig ein schönes Platz für euch ausgesucht. Ich zeige euch ein paar so Tipps und Tricks, wie wir die Vielfalt wieder steigern können. Das ist ja irgendwo ein Artenschutz, weil wir wichtige Insekten unterstützen. Wir schauen uns dabei ganz eine spezielle Wildbiene an, die ganz eine spezielle Blume mag. Das wird sicher sehr interessant. Dann kriegen wir einen richtig einen schönen Deko-Tipp von der Kose. Und ich zeige euch einfach ein paar so einfache Tricks, wie es eben diese Blumen bei euch daheim unterstützen könnt. Bleibt dabei! Das ist wirklich ein faszinierender Fleck da. Das ist nicht besonders groß. Das sind vielleicht 50, 60 Meter, ein paar Meter nach oben. Eine ziemlich steile Böschung. Und da wimmelt und wuselt es vor Insekten, Hummeln, Schwebfliegen, Wollschweber, Käfer habe ich schon gesehen. Also alles mögliche Schwebfliegen. Und da sind auf einem Quadratmeter, wenn man es zählt, viele, viele verschiedenste Arten. Also es ist wirklich eine Freude, das zu sehen und was da an Reichtum noch da ist. Und so sollte es ja wieder viel mehr werden. Ich habe da zum Beispiel den Heilziest, weil ich den gerade sehe, muss ich mir gut merken, weil den habe ich daheim auch und dann kann ich euch ein bisschen was dazu erzählen. Dann haben wir die Wiesenwitwenblumen. Da ist was wirklich was Seltenes schon, das ist der Hauhechel. Dann haben wir da drinnen die gelbe Wiesenblatterbse. Da haben wir das Taubenkropf-Leimkraut. Dann haben wir die Labkräuter da herinnen. Dann sehe ich da vorne das Johanneskraut. Dann haben wir da vorne den Hornklee, den gelben. Und das alles auf kleinsten Raum. Und da bin ich noch nicht fertig. Unten beim Straßenrand habe ich gesehen, da wächst der Thymian. Dann haben wir den scharfen Mauerpfeffer. Die Zypressenwolfsmilch sehe ich da außer blinzeln. Also richtig eine gewaltige Vielfalt auf ganz einem kleinen Raum. Und eigentlich wird das ganz wenig gepflegt, aber es wird richtig gepflegt. Und das sage ich euch jetzt dann, wie man das macht. Ja, was die Wiesen eigentlich so besonders macht, ist im Prinzip nur, wie sie gepflegt wird. Und was natürlich da auch noch dazu kommt, was ganz ein wichtiges Thema ist, es ist eine steile Böschung, es ist eine besonnte Böschung und man sieht, man spürt es ein bisschen noch durch, dass die irgendwann einmal abgezogen worden ist, im Zuge der Straßenbauarbeiten wahrscheinlich, wie das gemacht worden ist. Jetzt ist da eigentlich nicht so eine richtige Humusschicht oben, sondern es ist eigentlich das untere Material, was so nährstoffarm ist. Und durch das können sich da so viele verschiedene Blumen entwickeln, weil es eben nährstoffarm ist. Und von der Pflege her wird das, so, ich sage jetzt einmal, nach guter alter bäuerlicher Tradition gemäht, ein bis zweimal im Jahr. Das meint sicher zweimal. Und das ganz, ganz Entscheidende dabei ist, ist, dass dieses Material, das dann anfällt, der Schnitt oder das Heu, dass das entfernt wird. Das darf auf gar keinen Fall liegen bleiben. Das ist das Schlechteste überhaupt. Das muss einfach weg. Das machen die Bauern da eigentlich wirklich überall noch super, so entlang von diesen Böschungen. Und deshalb ist das so artenreich. Also einerseits, weil es nährstoffarm ist. Das hat man zwar nicht überall, aber es macht auch einen gewissen Prozentsatz aus. Und weil das Material dann entfernt wird. Und weil ich gesagt habe, nährstoffarm, was da auch dazu kommt, durch das, dass das so steile Böschungen sind, kann hier keine Gülle, also kein Jauchen aufgebracht werden. Und das macht nur einmal einen ganz, ganz einen riesen Anteil. Deshalb halten sie da die Blumen. Aber es waren eigentlich ein paar ganz einfache Dinge. Wenn man die berücksichtigt, dann hat man die Blumen wieder. Jetzt haben wir richtig was Besonderes gefunden, nämlich eine ganz, ganz eine prächtige Raupe. Das ist die Raupe vom Zypressen-Wolfsmilchschwärmer, komplizierter Name. Und das ist ein wunderbares, schönes Beispiel dafür. Der braucht die Zypressen-Wolfsmilch. Die wächst aber nur an solchen mageren, besonnten Böschungen, die eben
ein- bis zweimal im Jahr gemäht werden. Da sucht sich der Schmetterling diese Zypressenwolfsmilch aus, legt dann seine Eier drauf und dann hat man diese Raupen. Und wenn natürlich jetzt falsch oder vielleicht gar nicht gepflegt wird, dann hat man auch diese Raupen nicht. Und deshalb wäre es so wichtig, damit diese Kreisläufe wieder in Gang kommen. Aber jetzt muss ich euch ein bisschen auch zeigen, wie man es nicht machen sollte und wieso das dann auch nicht funktioniert, wenn man diese Flächen falsch pflegt oder falsch mäht, wieso dann die Vielfalt verschwindet und wie schnell das geht, da schaut es einfach mit mir, würde ich sagen. Und die schauen wir dabei noch die schönen Blumen da an. Da ist jetzt ein schönes Beispiel, wo man sieht, wie man es nicht machen sollte. Es werden ja die Straßenränder, wie vielleicht bei euch auch überall, regelmäßig gemäht. Das sieht man ein, das muss sein, aus der Sicherheit raus. Aber erstens einmal braucht man es vielleicht nicht so oft machen. Und was das größte Gift ist für die Vielfalt, für unsere Blumenwiesen, ist das Mulchmähen, kann man das nennen, wenn das Schnittgut nicht entfernt wird, sondern liegen bleibt. Es hat ein paar ganz negative Eigenschaften. Einerseits sammelt sich immer mehr organische Materie an. Das heißt, man muss eigentlich auch immer öfter mähen, weil ja der Boden immer mehr gedüngt wird. Und je mehr der Boden gedüngt ist, desto weniger an Vielfalt hat man. Wie ich euch vorher an der Wiesen gezeigt habe, die war ja ganz mager. Und gleichzeitig, und das ist auch so eine Problemsache, stickt dieser Mulch, der liegt ja dann so oben, stickt den Boden ab. Das heißt, der ist beschattet und unsere Blumen brauchen aber Sonne und Licht zum Keimen. Deshalb sollte man das anders machen. Ja, wie ihr da seht, da hinter mir ist so eine typische Fettwiese, wie man sagt, nährstoffreich, sehr, sehr wenig Arten durch das regelmäßige Düngen und durch das viele Mähen. Und viele von uns haben sowas auch daheim. Wir haben Wiesenflächen oder vielleicht Rasenflächen, die recht groß sind, die wir wenig nutzen. Und da kommt man wieder so richtig Blumen einbringen. Und da gibt es ein paar super Tipps und Tricks. Da zeige ich euch jetzt ein paar. Schaut mit mir. Es ist wirklich einfach. Jetzt habe ich euch ja versprochen, dass ich euch diesen Heilziest noch zeige, den wir da drüben in dieser schönen Böschung auch gehabt haben. Und den habe ich auch bei mir daheim gesetzt. Das ist wirklich eine Pflanze, die ich euch empfehlen kann. Total unkompliziert. Und es ist einerseits, der hat so ein paar ganz interessante Eigenschaften. Es ist eine alte Heilpflanze. Man kann den aber auch essen. Man konnte die Blätter sogar ein wenig zusammenschneiden und in einen Salat reingeben. Oder die Blüten trocknen, ist eine schöne Deko, vielleicht einmal irgendwo über einen Salat drüber strahlen. Eigentlich war es so eine Heilpflanze zum Gurgeln vom Mund, wenn man Entzündungen gehabt hat. Man sagt auch Zahnwurz dazu. Und was in den Gärten bei uns so interessant macht, ist, dass die Insekten die Pflanzen extrem gern haben. Es ist ein unglaublicher Schmetterlingsmagnet. So eine richtige Schmetterlingstankstelle, wenn man so will. Also gestern waren da, glaube ich, 15 Zitronenfalter gleichzeitig. Unglaublich. Und für Bienen und Hummeln ist besonders wichtig, weil es so reichhaltig Nektar und Pollen anbietet. Und da gibt es eine ganz besondere Biene. Das ist eine Wildbiene. Das ist die Gartenwollbiene. Und das ist auch ganz interessant zum Beobachten. Das ist ja auch nett im Garten, wenn man da ein bisschen zuschauen kann. Also die Männchen, die patrouillieren so die ganze Zeit. Ich glaube, dass eh bald eins vorbeikommen wird zwischen den Blüten von diesem Ziest. Die wollen nämlich nicht, dass andere Tiere dazu befliegen, das verteidigen sie. Also das gehört einer sozusagen. Und wenn man das ein bisschen beobachtet, ist auch hochinteressant, was die Weibchen machen. Die sind immer ein bisschen im Hintergrund und diese Weibchen sammeln auf einer ganz anderen Pflanze, nämlich auf der Vexiernelke oder auf der Kronenlichtnelke oder auf so süppigen Pflanzen, manchmal auf die Königskerzen, klauen sie die Haare runter. Und diese Haare, die wurzeln sie dann zusammen und mit denen machen sie ein Nest und da werden die Eier reingelegt. Da kommen die Eier rein plus ein bisschen ein Pollen und so ein Nektargemisch aus Proviant für die kleinen
laufen dann sozusagen. Also kann man so hochinteressante Dinge beobachten und man sieht einfach, wie wichtig das ist, dass diese Blüten da sind. Weil wenn die Blüte nicht da ist, dann haben wir auch diese Gartenwohlbienen nicht. Da gehört dringend gekeigt, sehe ich schon. Ja, wenn es vielleicht bei euch daheim so ein Fleckerl habt, eine Wiesen, wo ihr euch denkt, naja, was tue ich mit der? Oder die Rasenfläche ist euch vielleicht eh zu groß, dass man mal darüber nachdenkt, wie viel Rasenfläche muss ich wirklich haben, wie viel brauchen meine Kinder zum Spülen, wie viel brauche ich wirklich selber. Und dann kann man vielleicht ein bisschen eine Fläche einfach der Natur hergeben. Ihr kennt natürlich die Königsdisziplin wählen, nämlich dass eine Blumenwiese aussetzt. Da ist einfach wichtig, ein gutes, ein heimisches Saatgut. Der Zeitpunkt passt aber jetzt im Sommer eigentlich nicht. Das sollte man im Herbst machen. Da kann man das ansehen, muss man aber wirklich gut vorbereiten, dann gelingt das auch und viel Geduld haben. Es könnt ihr aber einfach durch Pflegemaßnahmen oder durch eine sogenannte Initialbepflanzung, ein bisschen ein hochtrabender Name, bedeutet nichts anderes, als wir in die Flächen was einsetzen. Durch das könnt ihr die Vielfalt schon steigern. Das heißt, es braucht die Flächen nur ein bis zweimal im Jahr mähen oder dreimal, wenn euch das lieber ist. Je weniger, desto besser. Und dieses Mähgut einfach weggeben. Nur durch die Maßnahme werden mit den Jahren die Arten wieder mehr in der Wiese oder die Blumen, die vielleicht, wenn ihr Glück habt, schon vorhanden sind, die können sich dann wieder besser ausbreiten. Aus vielen verschiedenen Gründen, aber es ist einfach nur nötig, mähen und das Mähgut weg. Also nichts liegen lassen, auf keinen Fall mulchen, das ist das Blödeste. Und Finger weg von Rasendüngern, nicht düngen, weil das habt ihr vorhin eh gehört, das Düngen ist auch für die Vielfalt immer schlecht, das drückt diese Artenzahl. Und ich habe da so ein kleines Fleckerl bei mir daheim, das habe ich jetzt gerade gemäht wieder, weil wir haben eh so ein wenig einen schweren Hagelsturm gehabt, jetzt ist eh alles niedergelegen, war eine super Zeit und das tue ich jetzt einfach entfernen, das Mähgut, und dann zeige ich euch, welche Pflanzen das nehmen könnt und wie ihr die einsetzt. So, da. Dann habt ihr einmal so einen Heuhaufen. Riecht gut. Erstens habt ihr einen super Rohstoff. Könnte man nämlich zum Beispiel auch kompostieren, wenn man keine Tierchen hat, die das fressen. Aber jetzt darf ich sagen, jetzt zeigt euch die Kose einmal einen schönen Deko-Tipp, weil mit so einem Hai kann man auch schöne Sachen machen. I caught a heart on the seven seas, filled with these memories. I let it go, it's not my own, it don't soar. The nighttime, it stars. The nighttime, it stars. Nighttime, it stars. Nighttime, it stars. I'm seeking stars, seeking stars. I'm seeking stars, seeking stars. I'm seeking stars, seeking stars. The nighttime,
Jetzt ist es halt so natürlich, die meisten von uns haben eher ein bisschen nährstoffreichere Böden, vielleicht sogar sehr nährstoffreiche Böden. Dann ist es ja eigentlich bei uns noch zum Glück so, dass es ganz gut regnet. Das heißt, wir haben ein bisschen Bodenfeuchtigkeit. Und es ist gar nicht so einfach, in so Wiesenflächen was einsetzen, weil die meisten Pflanzen einfach zu schwach sind. Oder sie werden dann von den Schnecken gefressen. Vor allem jetzt in der Sommerszeit muss man da die richtigen Sachen aussuchen. Und ich habe mir das ein bisschen symbolhaft neben den Pflanzen hingestellt, die heimisch ist bei uns, die gut geht. Und ich zeige euch vielleicht ein paar Pflanzen, wo man ich denke, die sind ziemlich gut und die funktionieren auch langfristig. Das da neben mir ist der blaue Eisenhut, eine wunderbare, aber auch eine sehr giftige Pflanze, die ganz viele Insekten, vor allem die Hummeln, sehr gern haben. Wer das Giftige ein bisschen, wer einen Respekt davor hat, so sollte man vielleicht sagen, der kann genügend andere nehmen. Ich zeige euch einfach ein paar, die es gut nehmen könnt, und dann schauen wir uns an, wie wir die richtig setzen in diese Wiesenflächen. Super Pflanzen und eigentlich ein Klassiker. Der Name verrät es ja schon, der Wiesenstorchschnabel. Braucht oft eine Zeit lang, bis er ein bisschen in Schwung kommt, aber setzt ja in so wirklich in so hohe, in so fette Wiesen durch. Ein wunderschönes Blau, wird sehr, sehr viel und reich besucht. Vor allem auch Bienen, Honigbienen, Hummeln und so weiter sind da gern oben. Hat einen interessanten Mechanismus zur Verbreitung. Deshalb heißt das auch Initialbepflanzung. Also man initiiert in der Wiese, wo vielleicht noch wenig Blumen sind, damit dann mehr draus werden, wenn der dann Samen kriegt. Wenn man das Glück hat hin und wieder und vorbeigeht, dann hört man es so klicken. Der schleudert dann seine Samen meterweit raus und irgendwo anders in der Wiesen gehen sie dann auf. Und die keimen auch in so relativ hohe Wiesen, die vielleicht noch nicht sehr mager sind. Also den könnt ihr mal gut nehmen. Wirklich auch super Pflanzen, die ich euch empfehlen kann, ist die bunte Kronwicke. Kennen sicher viele von euch. Ah, das ist lustig, da schaut jetzt sogar eine Wiesenflockenblume durch. Ihr könnt es auch nehmen, gehen beide gut. Erstens sind schöne Blütenpflanzen und beide sind wirklich herausragend, was den Nektargehalt einerseits betrifft. Bei der Flockenblume ist der Pollen auch super. Also da gehen ganz viele Tiere drauf. Und diese bunte Kronwicke, bunt, das passt gut, weil die Blüten sind so ein bisschen mehrfärbig. Das ist also eine wichtige Raupenfutterpflanze, sagt man. Das heißt, da legen Schmetterlinge die Eier drauf und dann entwickeln sie die Raupen. Aber sie wird auch sehr, sehr viel beflogen von Hummeln oder größeren Wildbienen und die saugen an diesen Blüten. Und die ist auch wahnsinnig robust. Ihr seht es auch bei mir, die wird überhaupt nicht gepflegt. Das wird, bei mir wird es ein bis zwei Mal im Jahr gemäht. Und dann wird das eben entfernt und die breiten sie mit den Jahren dann so gemütlich aus. Das wären dann einfach mehr. Und mehr ist immer gut. Mehr braucht man. Das Blutströpfchen, das ist ein Schmetterling, wirklich ein wunderschöner Schmetterling. Und der braucht zum Beispiel die Wiesenblatterbse, die gelbe, die blüht da. Das sind seine Futterpflanzen. Die legen halt da die Eier dann drauf und da entwickeln sie dann die Raupen. Also man sieht, wie das alles ein bisschen zusammengehört. Diese Insekten brauchen nicht nur die Blüten, sondern sie brauchen die Pflanzen auch, weil sie sie zum Fressen gern haben. Ich muss selber ein bisschen schauen, was ich alles in die Wiesen habe. Ja, das ist auch gut da oben. Da haben wir einen Baldrian. Der seht ihr nämlich auch in so hohe Wiesen, die nicht oft gemäht werden, die einen hohen Nährstoffgehalt haben, seht sich der gut aus und wird jedes Jahr ein bisschen mehr und ist ganz eine wichtige, einerseits eine Blütenpflanze, hat ein bisschen einen eigenartigen Geruch. Und was ihn auch so wichtig macht, was vielleicht viel am ersten Blick stört, er hat sehr gern viele Läuse. Aber das ist uns nur recht, weil diese Läuse sind wieder eine super Nahrungsquelle, zum Beispiel für unsere Schwalben oder für unsere Meisen. Die klauen die ab und futtern sie dann ihre Jungen. Also da kann man sich richtig freuen. Und wenn wer ein bisschen ein Händchen hat, um so Heilmittel selber zum Herstellen, kann dann diese Baldrianwurzel hier und da auskommen. Und wenn man viel hat, kann man das ja machen. Ja, man konnte die Listen unendlich fast fortführen. Was denen allen gemein ist, das sind unsere heimischen, ganz typischen Wiesenpflanzen. Zum Beispiel da nehmen wir das Johanniskraut. Werden ganz viel kennen als sehr, sehr wichtige Heilpflanze. Besonders bei depressiven Verstimmungen. Es hält die Stimmung auf.
kann man sich ja das auch mal in den Garten setzen, weil meine Stimmung hält es auf jeden Fall auf, wenn ich schon sehe. Weil es einfach so eine fröhliche, gelbe Farbe hat. Ganz eine wichtige Insektenpflanzen. Vergisst man manchmal vielleicht bei den Heilpflanzen, dass die auch so wichtig sind für unsere Insekten. Und das Johanniskraut, dem taugt es bei mir. Das sah ja alle wieder so zwischendrin in die Wiesen aus. Vielleicht hat es im Beet einmal angefangen. Das habe ich nicht einmal gesehen. Das war selber da. Das haben wir in der Gegend. Da weiß man, das gehört daher. Und das wird jedes Jahr mehr. Einfach nur, weil ich ein bis zwei Mal mähe und das Mäh gut entferne. Mehr tue ich da nicht. Aber jetzt zeige ich euch noch, wie man so eine Pflanze reinsetzt. As it seems, the twinkle in your eyes, the way that time slows down when you kiss me, as we fall asleep in a bed of butterflies, just close your eyes and then you'll see it. You don't ever have to look. Ich hab mir's jetzt da einfach gemacht. Ich hab im Prinzip nur die Grasnarbe entfernt. Die müsst ihr natürlich anheben und dann schaut, wenn recht viele Wurzeln sind, die tat es einfach außer. Ich würde mal sagen, mindestens 30x30 cm, 50x50 ist vielleicht noch besser. Einfach das obere abtragen, ein bisschen auflockern den Boden, wie man halt normal setzt, ein Loch machen. Und in dem Fall habe ich jetzt den Blutweiderich, eine wunderschöne heimische Pflanze, die sich auch in so hohe Wiesen durchsetzen kann. Wenn es eh bei euch in die Wiesen am Baldrian zum Beispiel vorfindet, dann wisst ihr, okay, der Boden ist eher feucht, ist frisch, dann funktioniert dieser Blutweiderich auch. Und der Blutweiderich ist wieder so herausragend für ganz viele von unseren Wildbienen. Die wilden Bienen mögen den irrsinnig gern. Ganz super Pflanzen, auch die Schmetterlinge mögen den. Und das ist wirklich erstaunlich. Ich habe da unten einen reingesetzt. Da steht das Gras steht mindestens einen Meter hoch, wenn nicht höher. Und der wächst dazwischen außer und bliert. Und man muss ihm halt dann die Möglichkeit geben, dass er seinen Samen auswerfen kann. Und dann geht er an die verschiedensten Stellen auf, wo es ihm taugt. Dauert natürlich ein paar Jahre, aber die halten das gut aus. Und vielleicht ein kleiner Hinweis noch, so wie heuer, wenn es viel regnet, es müsst ihr ein bisschen am Anfang schauen wegen die Schnecken. Die Schnecken mögen gerade die Sachen, die neu gesetzt worden sind, besonders gern. Wenn ihr extrem viele Schnecken habt, wart's vielleicht überhaupt entweder bis in Herbst rein oder im Frühjahr. Aber ansonsten ist es im Sommer gar nicht schlecht, wenn es hier und da regnet, die Pflanzen, so wie die, wurzeln sie wahnsinnig schnell ein und dann habt ihr eine super Initialbepflanzung und von da aus kann sich der dann langsam in den Garten weiter vertragen. Ich hoffe wirklich, es war für euch ein bisschen was Spannendes und vielleicht auch was Neues dabei. Aber ich glaube, was wir zeigen wollten, dass es wirklich nicht kompliziert ist. Und man muss natürlich ein bisschen eine Geduld haben und dann kehrt die Natur eigentlich fast von allein zurück. Und ein bisschen, wenn wir es unterstützen, glaube ich, machen wir alle nichts falsch.